weiß noch, wie er meinte, so, komm, wir schaffen das, Baby, ich liebe dich über alles. Scheiß Wichser. Sogar meine Therapeutin meinte, dass es nicht funktioniert. Hätte ich mal auf sie gehört. Ja, das ist schon, also er hätte es dir schon ins Gesicht sagen können. Ja, unnötig. Es nervt mich einfach nur, weißt du? Naja, was läuft so bei dir im Leben? Die Pause hat jetzt nicht so lange gehalten, ne? Ja, nee. Also ich habe das 3 Tage durchgezogen, aber dann wurde es mir einfach zu stressig. Aber nächste Woche ist ja meine Chefin wieder da und dann höre ich auch wieder auf. Ganz ehrlich, irgendwie sagst du das immer, wenn du aufhören möchtest. Hast du dich mal angeguckt? Extrem fertig siehst du aus. Willst du sonst nicht mal bei der Nummer anrufen, die ich dir gegeben habe? Von Frau Baltin? Safe. Weißt du was? Ich musste das letztendlich auch nicht die ganze Zeit erklären, wenn es dir eh so gut geht. Keine Ahnung. Was ich dich eigentlich fragen wollte, ist, ob du mir helfen könntest, zu Milo nach Hause zu gehen, um meine Sachen zu holen. Seine Mama macht uns die Tür auf, aber unsere Beziehung ist nicht so gut und ich habe echt keinen Bock, da allein hinzugehen. Ja, klar, verstehe ich. Kannst du mir nochmal schreiben, wann? Samstag um 12 Uhr. Nicht vergessen, okay? Schönen guten Tag, Dr. Vanya Baltin am Apparat. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo? Ist das dein scheiß Ernst? Wo bist du? Wir waren verdammt nochmal verabredet für diese Scheiße. Fuck, warst du jetzt schon da? Natürlich war ich jetzt schon da und musste mir von seiner kranken Mutter anhören, dass sie mich ja sowieso nie mochte. Gut, dass ich weg wäre und sowas. Fuck, das tut mir leid. Ich hatte so viel zu tun, meine Arbeit wollte, dass ich noch eine Schicht mache. Red doch keinen Scheiß. Ich habe keinen Bock mehr auf deine scheiß Ausreden. Ich höre doch, wie nervig du bist. Wie oft hatten wir das schon? Du bist einfach so tief in einem kranken Käferfilm und es ist mir mittlerweile auch scheißegal, wie schlecht es dir geht oder was mit dir los ist. Weil es juckt mich ja selber noch nicht mal. Kämpf doch einfach immer weiter und immer weiter, bis du gar nichts mehr spürst. Das interessiert mich nicht mehr. Ja, hallo?